Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Compact Claustrophobia, zum mit mir die Lieben zuletzt und der liebe Tom ist wieder da. Hallöchen. Zwar halb tot, aber er ist wieder da. Du hörst dich wirklich ganz schlimm anders an. Egal. Genau. Wir haben hier letztes Mal die Anlage mehr oder weniger fertig gemacht, die ist auch explodiert. Das heißt, die darf ich erstmal wieder heile machen. Immer besten Hardnet oder sowas. Ja, wollte ich nämlich gerade fragen. Ach, wir haben nicht mal mehr Glas. Aber wir haben sogar Hardnet drin. Gegen 4. Was? Ja. Irgendwo hast du schon mal 2 verbaut oder sowas. Fluiduct? Hardnet. Hardnet, okay. Hammer. Nehme ich mal so hin. Achso, ja, genau. Hardnet können dann höhere Temperaturen ab. Weil höchstwahrscheinlich ist das Ding uns einfach um Ohren geflogen. Dann ist das nächste. Eine neue Compact Machine und die hab ich schon. Ich frag mich nur, wo willst du die hin haben? Ist mir doch egal. Hier. Ja. Da oben. Da. Ganz genau. So, dann haben wir. Das Ding kann erstmal weg. So. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das kann theoretisch weg. Wie hieß das Ding noch? Electrolyzer, oder? Ja. Electrolyzer, da. Immer noch Upgrades. Der kommt hier hin. Ich habe keine Fluidukte mehr. Ja, Gluidukt. Gluidukt. So. Genau. Da soll aber gleich ein Filter ran. Nein, warte. Mache ich anders. Ich brauche den Nullifier da irgendwie dran. Ja, dann mache ich es so mit einem Filter. Oh Mann. Was denn? Du wirst mich Scheiße. So töten. So lange wie es läuft, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, also es bringt halt. Also es hat halt nicht so viel Sinn, das jetzt großartig schön zu bauen. Ja. Weil das Projekt geht halt auch schon langsam wieder dem Ende zu. Das ist halt echt und schlimm momentan. So. Dann ein paar Upgrades, wovon wir kaum noch welche haben. Hab ich schon geklaut. Achso. Davon brauchen wir aber auch definitiv noch mehr. Ja, Autocrafting. Stimmt, das ist wirklich eine Idee. Dann einmal das. Einmal das. Dann das. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ich glaube, wir haben dann auch. Ja, also wir haben noch einen Platz dann frei. Ne, 3 Plätze. Ich gehe mal davon aus, Diorite und Andesite kann ich jetzt mittlerweile wieder rausschmeißen. Ist das alles, oder? Bitte? Du löscht gerade alles. Nö. Doch. Nö. Doch. Nee. Doch. Das ist Verleugnung. Okay. was brauchen wir? Oxygen, oder? Ja. Tatsächlich. Hast du dich eigentlich nicht gewundert, warum wir 700 Eimer im System haben? Nö. Okay. Ich hätte gedacht, man wundert sich darüber, aber. Oxygen, Blacklist. Oxygen, Whitelist. So. Super. Passt. Jetzt sollten die Anlagen langsam aber sicher wieder was kriegen. Zwar wortwörtlich langsam aber sicher, aber sie kriegen wieder was. Und die ganzen Sachen sollten auch weiterlaufen. Theoretisch. Läuft alles, oder? Ja, passt. Sieht gut aus. Gut, dann kann ich die Magneten weiterbauen. Oder auch nicht. Aber warte, du wolltest ja einen Crafter. Ja, wir haben halt keine Diamanten-Nuggets mehr. Wir haben gar keine mehr. Du hattest doch eine Dash-Spitzhacke gemacht, oder? Ja. Und die auch reingeschmissen, oder? Ja. Und da sind 3 Stacks HP
Suite Carbon Fiber umgekommen. Dann hol sie. Hab ich. Gut. Haben wir schon Arc Furnace? Nein. Da hab ich den nicht gecraftet? Nein. Doch, hier steht da. Wo denn? Hier. Ach, den haben wir ja sogar. Interessant. Ich brauche noch HOP, Dust. Sonst wird das nix. Und wie viel Dash ist bei rumgekommen? 2 Stacks und 3. Also nichts. Ja. So. Chemical Reactor zweimal. Da habe ich jetzt sogar bald alles zusammen. Was fehlt in der Mitte? Hey, wir haben kein Tough Alloy mehr? Hab ich. Ich habe 600 Tough Alloy verbraten gerade. Ach du Scheiße. Wofür? Weiß ich nicht. Das muss doch ein Fehler sein. So, das heißt, wir haben jetzt alles bis auf den Kram. Und das will ich doch im Autocrafting reinmachen. Ja, will ich im Autocrafting machen. Wir haben noch 3 Slots frei. Das könnte knapp werden. So. 30 Slots? Ja, sowas in der Art. Oder? 3 Slots. Oh. So. Ja, gut. Solange man bis dahin hochcraften kann, passt schon mal. Haben wir sonst irgendwas, was wir vielleicht noch rausschmeißen könnten? Ich glaube nicht. Gut, die ganzen Spitzhackenrezepte haben wir alle drin, aber die wollen wir eh drin lassen. Ja. Gut, Diamantspitzhacken, werden wir die jemals in solchen Mengen autocraften? Na klar. Was kriegt man da eigentlich? Ja, man kriegt da auch nur die Diamantnuggets raus. Das heißt, da kriegt man nicht mal das andere Zeug raus. Ach du Schande. Dann lohnt es sich erst recht. Ja. Sonst kann ich da leider aktuell nichts rausnehmen. So. Wie sieht's aus? Was fehlt euch, wenn ich hiervon jetzt einfach mal 640 craften will? Gar nichts. Und was fehlt euch? Gold, Pulverized Obsidian und Crushed Quartz. Okay, das kann ich sogar machen. Quarz, Obsidian. Einmal Manufacturer. Schon. Das heißt. Keiner gesehen, was ich hier gerade aufgebaut habe. Nee. Will ich auch, glaube ich, nicht sehen. So. Und einer von denen wird zu 4 von denen. Das beides in den Manufacturer rein. Und dann sollten wir davon auch in der Lage sein, 640 zu craften. Nein, uns fehlt Gold. Wie kriegen wir denn Gold? Platinhacke. Platin? Ja, lohnt sich aber glaube ich nicht. Wo war das denn noch drin? Da, Goldgrid. Ach, Eisenhacke. Iron. Mach mir mal 640 Stück. Schade, reicht nicht. Mach mir mal 320 Stück. Mach mir mal 128. Danke. Wie schnell man seine Meinung wegändern kann. So. Jetzt kriegen wir langsam wieder Zeug ran, aber leider sehr viel Uran auch. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen. So. Was mache ich mit dem ganzen Zeug? Okay, Redstone kriegen wir aber auch gut ran. Wir kriegen alles ganz schön in guten Mengen ran. So. Ich will immer noch 640 von denen. Dafür fehlen tatsächlich 627 Ingots. So, wir haben 12 Platin. Müsste nicht in der Klickeranlage auch Platin bei rumgekommen sein? Ja. Okay.
Einfach den Tick ordentlich hochschrauben. Ja. Auf 500. Machst du schon wieder Creosite Oil in dem einzigen Redstone Furnace, den wir haben, anstatt einfach einen neuen aufzubauen? Das sieht nur so aus. Nein, ich mach's nicht. Ich wollte gerade ein gewisses Wort sagen, was du überhaupt nicht magst. Oh nein. So, ich brauche noch wieder Kids. Da der liebe Tom da was kaputt gemacht hat, mal wieder. Vor allem, ich hab's dir letztes Mal schon extra gesagt. Und glaube ich, in der Folge habe ich es auch gesagt, dass du das nicht machen sollst. Kann mich nicht erinnern. Glaube ich dir sogar fast. So, machen wir mal eine Platin-Spitzhacke. Dann kriegen wir nämlich vielleicht ein bisschen schneller Gold ran. Wer weiß. Auch wenn wahrscheinlich erst die ganzen Eisenspitzhacken durchlaufen müssen. So, 40 Stück. Hast ja wahrscheinlich nur 5 Millionen Stück aufgebaut. Was? Na, Eisenspitzhacken reingepackt. Das war kein Scherz mit 128 Stück. Ach du Scheiße. Unser Strom geht leer. Sag nicht wegen dem Arc Furnace. Oh. Kein Wunder, dass der nicht mehr läuft. Was hast du denn gemacht? Wie viel zieht der? Eigentlich nichts. Hast du den gerade abgeklemmt? Nö. Hä? Der läuft doch gerade gar nicht. Frag mich nur, warum nicht? Weil wir wahrscheinlich zu viel Strom verbrauchen. So, der läuft wieder voll. Ich habe jetzt mal den Elektrolyzer runtergeschraubt. Dann läuft es zwar langsamer, aber es läuft immerhin schon mal alles. Und ich glaube, wir haben sogar schon genug Calciumsulfat, dass wir den Ding schon mal bauen können. So. Und dafür brauche ich jetzt die U-Plating 4 Stück. Hä? Start. Die 4. Ich verstehe den Coke hoffentlich. Ich sowieso nicht. So. Ist das nicht gut? Was denn? Wir haben Platin-Spitzhacke. Ja, wir haben die Platin-Spitzhacke, ist auch richtig, aber... Oh, aus der Quest kriegen wir sogar 32 Elektromagneten nochmal. Ich vermute, die werden wir auch brauchen. Ich vermute auch. So. Platin-Spitzhacken werden benutzt. Wunderbar. Was kriegen wir da raus? Gold. Cool. So, wo hast du die Maschine? Da. Ich weiß noch nicht, also, wie das komische Arc Furnace funktioniert. 245. Passt also. Ich baue schon mal den Reaktor auf. Kleine Kernschmelze verursachen ist auch immer schön. Ja, ja, mach das. Und hat auch nichts damit zu tun, dass ich zumindest ein vernünftiges Thumbnail haben möchte. Nein, weil ich sonst noch nichts wirklich heute gemacht habe, mal wieder. Ich bin echt wieder unproduktiv. Muss man diesen komischen Ofen erst anmachen, oder was? Ja, der braucht ein Redstone-Signal. Ja, hat er. Und diese Pipes müssen da rein. Wahrscheinlich. Was für eine Pipes? Das ist doch der gleiche, den wir auch in, Massive Engineering hatten. Ja, ja. Ja, da müssen diese Pipes noch mit rein. Diese Stangen. Ja, wusste ich doch. Es reicht haargenau. Ach so, die habe ich schon rein, ja. Ach so, okay. So. Und dann brauche ich Redstone. War noch überhaupt nicht teuer. Conduits. So ein paar Tunnel noch am besten. Weil wir halt erstmal Strom reinleiten müssen. So, machen wir es mal sehr schön, damit Tom nicht meckert.
Nein, da will ich es nicht. Da soll der Output später hin. So. Dann hier noch Output. Und an der Nordseite haben wir Strom-Input. So. Zack. Norden. Und jetzt einmal alle Magneten verbinden. Ist das nicht schön? Ist auch überhaupt nicht nervig, diese Arbeit jedes Mal. Nö, ist das nicht schön. So. Und keine Angst, ich verbrauche den Strom schon. Gut, wir machen es doch andersrum. Shit, wir können den gar nicht. Oh nein, ich darf den wieder komplett abreißen. Gut, ich würde sagen, ja. Oh Mann, das nervt mich gerade. Warte mal, wenn wir das unten. Ne, da könnten wir es langleben, aber da kriegen wir das, den Strom nicht hoch. Das heißt, wenn wir das oben langlegen. Doch, können wir so lassen. Okay, Glück gehabt. So, gut. Ich würde aber trotzdem sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc, etc. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann diesen komischen Reaktor zum Laufen kriegen. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.